Ja, vielen Dank. Jetzt ist die Latte ziemlich hoch hängt. Mal gucken, ob ich da drüber komme. Wir machen mal einen Anlauf. Tatsächlich kommen ja Patienten nicht zu mir in die Beratung und wenn es nicht so angekündigt worden wäre, dann wären sie auch nicht in einen Vortrag zur komplementären Medizin gekommen, sondern eher zu einem Vortrag, was kann ich sonst noch tun oder besser noch, was kann ich selber tun? Und ich glaube, das ist ein bisschen die Schlüsselfrage. Und vielleicht schauen Sie da mal kurz drauf und überlegen, was Ihre Antwort wäre. Wer von Ihnen kennt sein Sternzeichen? Wer kennt seinen Blutdruck? Und was ist wichtiger für Ihre Zukunft? Ich glaube, das umreißt die Sache sehr schön und zeigt, wie weit Sternzeichen und Co., also wenig wissenschaftliche Informationen für manche Menschen Entscheidungs Hinweise in unser Leben eingedrungen sind. Ich muss gestehen, ich würde zu denjenigen gehören, die bei oben der ersten Zeile ja sagen und bei der zweiten Zeile sagen, keine Ahnung. Ich weiß, der ist eher niedrig, also kümmere ich mich nicht um ihn. Hoch wäre natürlich gefährlich. Worum geht es im folgenden Vortrag? Es geht mir erstmal darum, Ihnen drei Begriffe klarer zu machen. Komplementär, alternativ, integrativ. Was ist denn hier was? Fangen wir mal mit dem Begriff an, den die meisten Menschen wahrscheinlich am einfachsten verstehen und auch am häufigsten kennen und der auch, wenn man anfängt zu suchen nach Informationen, am häufigsten auftaucht. Alternative Medizin. Wenn man sich den Begriff aber mal genau anschaut, dann könnte es sein, dass Ihnen schon so eine Warnleuchte angeht. Alternativ würde ja streng genommen bedeuten. Der Arzt hat gesagt, oh, das müssen wir erstmal operieren und dann wahrscheinlich noch eine Chemotherapie danach machen oder wie auch immer. Und Sie haben so im Kopf, das dauert ganz lange, das hat viele Folgeerscheinungen und Nebenwirkungen, das wird sehr anstrengend für mich. Kann der mich denn wirklich gesund machen? Und dann stellt man natürlich erstmal die Frage, ja, gibt es denn nicht eine Alternative, einen anderen Weg? Jemanden, der mich mit 100% Sicherheit gesund macht, wo das ganz schnell geht und eigentlich auch bitte keine Nebenwirkung hat. Wenn Sie ins Internet gehen oder auch in manche Buchhandlungen oder halt nach Büchern auf anderem Wege suchen, dann werden Sie sehr viele solche Angebote finden. Sie werden sie auch bei Heilpraktikern und Sie werden sie auch bei Ärzten finden. Letzteres halte ich für besonders gefährlich, weil es für Sie als Patienten schwer zu erkennen ist. Also Menschen, die Ihnen sagen, ach, dann brauchen Sie das ganze gefährliche Zeug vom Onkologen eigentlich gar nicht, das macht Sie nur noch kränker. Wenn Sie mir vertrauen, ich habe schon ganz, ganz viele Menschen gesund gemacht, die sogar von ihren Onkologen aufgegeben worden sind, dann so und dann wird das Ergänzen des restlichen Satzes so ein bisschen Ihrem Wunsch überlassen. Also wenn Ihnen sowas vorgeschlagen wird, bitte seien Sie sehr, 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 sehr vorsichtig. Das ist nicht seriös, um es mal sehr deutlich zu sagen. Es gibt eine zweite Form von alternativer Medizin. Da hat der Patient oder die Patientin verstanden, okay, ich glaube, das, was die Ärzte mir empfohlen haben, die wissen schon, was sie tun, das ist wirklich notwendig. Operation, Chemo, Strahlen, was es so alles gibt. Aber vielleicht gibt es ja etwas noch Zusätzliches, was ich tun kann oder was ich mir besorgen kann, was meine Chancen zu überleben erhöht. Und es gibt recht viele Patienten, die fahren sozusagen zwei Strecken gleichzeitig Eisenbahn. Das ist so wie zwei ICEs, die aneinander vorbeirauschen und das überhaupt nicht aufeinander abgestimmt ist. Bei der Bundesbahn ist es Gott sei Dank gut aufeinander abgestimmt, dass die auf zwei benachbarten Gleisen fahren, wenn die sich begegnen. Aber Sie können sich vorstellen, was passiert, wenn einer die Weiche falsch gestellt haben und die beiden sausen aufeinander zu. Und das ist das Gefährliche an der alternativen Medizin, wenn sie parallel zur eigentlichen Therapie läuft, dass sie durchaus die eigentliche Therapie stören kann. Alternative Medizin ist auch häufig nicht durch wissenschaftliche Untersuchungen begründet oder fast immer überhaupt nicht mit irgendwelchen wissenschaftlichen Untersuchungen versehen. Relativ häufig werden Zellexperimente zitiert. Und da sage ich manchmal so ein bisschen schnodderig, naja, in einem Zellexperiment können Sie auch Blumenwasser draufkippen. Das macht Tumorzellen auch tot, wenn Sie genug Blumenwasser draufkippen. Es gibt
Es ist sehr, sehr einfach, im Reagenzglas Tumorzellen umzubringen. Das heißt aber nicht, dass das im menschlichen Körper funktioniert. Weil wenn die Substanz, die Sie da draufkippen im Reagenzglas, sehr giftig ist, dann macht es auch gesunde, normale Zellen tot. Das ist unser Problem bei Chemotherapien und anderen Medikamenten, dass sie leider eben auch gesunde Zellen mit angreifen. Gott sei Dank aber nicht so stark wie die kranken Zellen, die Krebszellen. Das heißt, im menschlichen Körper geht das häufig nicht. Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Sie können im Reagenzglas wunderbar mit Knollenblätterpilzgift Zellen umbringen. Das ist nicht sehr schwierig. Aber Sie ahnen schon, das ist im menschlichen Körper nicht machbar. Das, was meistens im Bereich der alternativen Medizin angeboten wird, ist häufig schlichtweg unwirksam. Und wenn Sie Pech haben, vermindert es sogar die Wirkung der Tumortherapie und hat dadurch einen richtigen Schaden. Es kostet häufig auch viel Geld. Was richtig gut sein kann, ist gut gemachte komplementäre Medizin. Was heißt das Wort? Komplementär heißt begleitend, ergänzend. Und das meinen wir im Sinne von gut abgestimmt mit der Tumortherapie. Auch wissenschaftlich gut begründet. Also es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass diese oder jene Methode, Substanz in dieser oder jener Situation Patienten helfen kann. Und das ist nicht in Reagenzglasexperimenten, sondern in wissenschaftlichen Untersuchungen am Menschen untersucht worden. Und es ist sehr gut abgestimmt auf die eigentliche Tumortherapie, denn das Ziel der komplementären Medizin ist eigentlich nicht so sehr direkt die Tumorzellen anzugreifen. Das ist vielleicht viel zu hoch gegriffen, sondern hier geht es um Sachen, die dazu da sind, damit der Patient durch die Zeit der Tumortherapie besser hindurchkommt und sich anschließend besser erholt. Eine ganz wichtige Sache, die häufig in der sogenannten Schulmedizin noch nicht so richtig gut durchdacht und durchgeführt wird. Und wo Patienten berechtigterweise einfordern, da muss eigentlich mehr gemacht werden. Das heißt, komplementäre Medizin zielt häufig darauf, Nebenwirkungen zu verbessern. Jetzt werden einige von Ihnen schon sagen, das ist schön und gut, ich kriege aber von meinem Doktor doch schon Medikamente gegen die Übelkeit und es ist okay, das hat er gut im Griff. Wunderbar. Möglicherweise brauchen Sie in dieser Situation zumindest mal gegen Übelkeit und erbrechen gar keine zusätzliche komplementäre Medizin. Was ist der Unterschied zwischen Nebenwirkungen durch den Arzt und Nebenwirkungen im Bereich oder Nebenwirkungstherapie durch den Arzt und Nebenwirkungstherapie durch komplementäre Medizin? Und da ist so schön, dass Sie ganz an den Anfang das Zitat gestellt haben. Ich habe mich darüber sehr gefreut, weil die Frage, die Sie zitiert haben, der Patienten ist für mich der Schlüssel. Was kann ich selber tun? Komplementäre Medizin sind für mich einfache Sachen, die auch gar nicht teuer sind, die Patienten wirklich selber machen können. In meiner Beratung erkläre ich Patienten, wie das eine oder andere funktioniert oder wo man das vielleicht auch nochmal nachlesen kann. Und dann sage ich, und jetzt probieren Sie doch mal aus, ob es Ihnen wirklich gut tut. Ich zeige Ihnen auf ein paar Folien hinterher mal ein paar Beispiele. Und das dürfen Sie dann selber für sich anwenden. Sie brauchen nicht noch mal zu mir zu kommen, ist viel zu weit weg, wahrscheinlich von den meisten von Ihnen aus betrachtet und auch gar nicht notwendig. Also komplementäre Medizin bedeutet auch etwas, was man wirklich selber machen kann. Integrativ ist für mich, wenn wir sehr gute Schulmedizin wissenschaftlich gut machen, wenn wir gut mit Patienten reden, wenn wir sie in unsere Entscheidungen einbeziehen, wenn wir gutes Nebenwirkungsmanagement machen, gute soziale Versorgung, gute psychoonkologische Versorgung und wenn der Patient dann noch ein bisschen was aus den großen Bereichen der Naturheilkunde haben will und wir haben etwas Passendes, dann tun wir das auch noch dazu und dann haben wir sozusagen so ein ganzes Körbchen gepackt, mit dem man Patienten gut versorgen kann. Na nö, will nicht weiter. Wichtig, das hatte ich Ihnen schon gesagt, sind Studien, damit wir wissen, was für Patienten nützlich ist. Reagenzglas und Tierexperimente alleine reichen nicht aus. Und wir brauchen bei den Studien auch nicht nur eine kleine Untersuchung, wo man sagt, okay, da gibt es eine Gruppe Patienten, denen ging es nicht so gut, dann haben wir XY gemacht und dann ging es ihnen besser. Denn wir wollen ja wissen, was ist denn die beste Möglichkeit, das Problem XY wegzumachen. Das machen wir in der Tumorforschung seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Deshalb sind wir mittlerweile ziemlich gut. Wir hatten, als ich angefangen habe, vor über 30 Jahren in der Onkologie zu arbeiten, hatten wir, na sagen wir mal, 5 oder 6 Chemotherapiemittel. Zielgerichtete Therapien gab es noch gar nicht. Wir hatten eine einzige antihormonelle Therapie.
Und das war's eigentlich. Heute haben wir sehr, sehr viele Medikamente und sehr viele Kombinationen und ganz unterschiedliche Arten, wie wir auf Tumoren einwirken können. Und immer wenn ein neues Medikament entwickelt wird, dann wollen wir nicht nur wissen, wirkt das auch, sondern wir wollen wissen, wirkt das besser als das, was wir bisher gemacht haben. Das ist ja auch die Frage der Patienten. Kriege ich hier in meinem Zentrum, dort, wo ich behandelt werde, die besten, die modernsten Medikamente, die für meine Situation am besten sind, oder sind die hinterm Mond? Hinterm Mond wollen sie nicht behandelt werden. Und das ist in der komplementären Medizin genauso. Sie ist also Teil dieser evidenzbasierten Medizin, die versucht, immer besser zu werden. Was sind die einfachsten Formen von komplementärer Medizin? Das ist immer der gefährlichste Moment im Vortrag, weil das ist so enttäuschend. Man hat ja jetzt so eher, kommt jetzt was mit Heilpflanzen oder so, und dann stehen da die obersten zwei Zeilen Ernährung und Bewegung. Aber tatsächlich, wenn wir mal rein von der Forschung her schauen und ein Patient fragt, was kann ich selber tun, damit ich gut durch die Therapie durchkomme, damit dadurch die Therapie ja auch besser wirken kann und wir ein besseres Behandlungsergebnis haben, was kann ich danach tun, damit es mir schnell wieder gut geht, dann sind die beiden besten Antworten Bewegung und Ernährung. Bewegung tatsächlich bis hin zum Sport, auch während der Therapie. Ganz, ganz wichtig. Und damit wir uns gut bewegen können und unseren Körper gesund halten, brauchen wir eben auch eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Keine besonderen Diäten oder irgendetwas. Bei der Bewegung dürfen Sie sich gerne aussuchen, was Ihnen Spaß macht. Denn was ist die Dosisempfehlung bei Bewegung? Ganz einfach täglich. Das mögen nicht alle Menschen. Deshalb sollte man darüber nachdenken, was für eine Art von Bewegung man vielleicht doch ganz gerne mag. Im Moment ist Gartenzeit für manche Menschen eine wunderbare Zeit, für andere Spaziergänge in der Natur. Die dürfen dann auch mal ein bisschen flotter werden, angepasst zu dem, was sie kräfte- und ausdauermäßig schaffen. Und wenn wir diese Basis gelegt haben, dann können wir über klassische Naturheilkunde nachdenken, zum Beispiel Wärme- oder Kälteanwendungen, Wasseranwendungen. Es ist auch ein bisschen Klima, also viele Menschen fahren an die See oder so in die Mittelgebirge herein. Einfache Sachen, die man auch mal selber in Angriff nehmen kann. Sie merken schon, das ist in Corona-Zeiten teilweise im Moment richtig schwierig. Das mit der Ernährung klappt gut, das mit der Bewegung, viele Sportangebote, gerade für unsere Patienten, sind weggefallen, sehr schwierig. Verreisen, sich mal was Gutes tun, auch schwierig. Und dann gibt es bestimmte Situationen, wo wir tatsächlich mal Heilpflanzen einsetzen können, die bestimmte Wirkstoffe haben, zum Beispiel bestimmte Teesorten, zum Beispiel aber auch ganz gezielt Heilpflanzen. Wir müssen gucken, dass sie dann zu der eigentlichen Tumortherapie gut dazu passen. Tatsächlich ist komplementäre Medizin auch, die Patienten ein bisschen zu aktivieren, das Leben wieder selber zu gestalten, sich nicht durch die Krankheit irgendwo zurückdrängen zu lassen und in einem Mäuseloch zu verschwinden und zu denken, ich gucke da wieder raus, wenn es vorbei ist, sondern zu sehen, was kann ich auch in der Zeit mit der Krankheit machen. Das gilt insbesondere natürlich auch für diejenigen, die wissen, dass sie nicht wieder ganz gesund werden, sondern dass diese Erkrankung sie begleiten wird. Aber wo es darum geht, dass man ein möglichst gutes Leben hat, da kann man mal ein bisschen chillen. Aber wahrscheinlich ist es meistens besser, diesem Impuls selber aktiv zu werden, auch nachzukommen. Und es muss sich ja gar nicht immer nur um die Krankheit drehen. Muss man das machen? Einfache Antwort, nö, muss man nicht machen. Wenn Sie sagen, also ich will gar keine komplementäre Medizin machen, ist es okay. Das, was ich Ihnen aber empfehlen würde, ist trotzdem die ersten beiden Zeilen Ernährung, ausgewogen, Bewegung bis hin zum Sport. Weil da ist die Datenlage, dass es wirklich das Überleben verbessert, unheimlich gut. Und das sollte man ausnutzen. Die Chance sollte man unbedingt mitnehmen. Ob man dann noch mit Heilkräutern und allen diesen Sachen arbeitet oder eher sagt, lass ich mal meinen Doktor alles machen, ist okay. Es ist beides erlaubt. Wenn man aber damit anfängt, wird man vielleicht merken, aha, ich kann ja wirklich aktiv hier etwas machen. Ich halte nicht meinen Arm oder meinen Körper für eine Akupunkturnadel hin oder irgend so etwas, sondern ich kann wirklich selber etwas tun. Ich glaube, dass das enorm wichtig ist, gerade wenn man längere Krankheitsphasen vor sich hat. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir reden zwar immer von gemeinsamer Entscheidungsfindung in der modernen Medizin. Natürlich dürfen Sie entscheiden, ob Sie eine Tumortherapie machen oder nicht. Aber so richtig freiwillig ist es ja meistens nicht, weil man weiß, wenn man es nicht macht,
geht die Sache nicht richtig gut aus. Also man sagt ja, aber nicht, weil man es unbedingt gerne haben möchte, sondern nur, weil man verstanden hat, es ist notwendig. Und hier sind Sie in einem Bereich, wo Sie sich Ihre Sachen selber aussuchen können und wo, wenn wir das richtig gut in der Beratung machen, Sie zu einem Problem, was Sie vielleicht haben, Sie werden das gleich sehen, mehrere Optionen von uns bekommen und für sich selber auswählen können, welche Option passt denn gerade zu mir oder zum Tag heute, weil heute ist das Wetter schön, da mache ich den Spaziergang. Heute ist das Wetter ganz schaurig, da mache ich keinen Spaziergang, da mache ich lieber irgendetwas anderes. Und da merken Sie schon, man muss verstanden haben, wie funktionieren diese ganz einfachen Sachen und man muss anfangen, ein Gefühl wieder für sich selber zu entwickeln. Was passt denn heute zu mir? Was mache ich denn heute wirklich gerne und freiwillig? Und das ist ein ganz wichtiger und besonderer Punkt in der komplementären Medizin, dass Sie das wirklich auch für sich von Tag zu Tag entscheiden dürfen, weil es eben kein Muss ist. Und das hat was dann wiederum mit Selbstwirksamkeit zu tun. Warum betone ich das so? Nun, weil ganz viele Patienten einfach durch diese Diagnose, da ist was Böses, da ist Krebs, ganz durcheinander gekommen sind, ob sie den Signalen ihres Körpers, ihrer Seele oder ihres Geistes noch vertrauen können. Wir sind dann alle sehr durcheinander, wenn wir eine solche Diagnose bekommen und haben so das Gefühl, ich kann auf diese Signale meines Körpers gar nicht mehr vertrauen, denn der hätte mir doch viel früher sagen sollen, dass ich krank bin. Hat er aber nicht. Und über die komplementäre Medizin kommen wir dahin, dass Sie auch dieses Vertrauen in Ihren Körper wieder gewinnen können. Einfache Form der komplementären Medizin, Ernährung, Bewegung, hatte ich schon gesagt. Dritte Variante, sozusagen ein bisschen der Gegenspieler zur Bewegung und zur Aktivität, ist vielleicht auch mal ein Entspannungsverfahren. Wer das kann, ganz wunderbar. Und hier kann man schon ein bisschen lernen. Muss man jetzt autogenes Training lernen? Nö, müssen Sie nicht. Muss man Muskelentspannung lernen? Nein, müssen Sie auch nicht. Wenn Sie für sich selber die Erfahrung machen, vielleicht weil Sie mal in der Reha-Klinik autogenes Training mitgemacht haben, Gott, dann bin ich erst recht angespannt, weil ich kann mich nicht entspannen und dann muss ich dran denken, dass ich mich jetzt entspannen soll und das geht gar nicht. Und dann werde ich immer angespannter. Dann ist es eine super gute Idee, dass Sie mal ganz ruhig tief durchatmen und überlegen, was macht mich denn entspannt oder ruhig? Was tut mir gut? Und wenn Sie feststellen, es ist doch eher der Waldspaziergang oder die Rockmusik auf den Ohren, dann machen Sie das. Auch wenn alle sagen, nein, Sie brauchen jetzt eine Entspannungsmusik, damit Sie sich tief entspannen, wenn die Sie eher unruhig macht, weil sie Ihnen sagt, Sie sollen sich jetzt entspannen und Sie das gar nicht können, dann lieber das machen, wo Sie merken, das funktioniert bei mir. Das gilt auch bei bestimmten Bewegungsformen. Also im Moment ist sehr weit verbreitet, Patienten sollen Yoga machen. Es gibt eine wunderschöne Studie, leider nicht zu Sarkom-Patienten, aber zu Patienten, also fast alle Yoga-Studien sind mit Brustkrebspatientinnen, also mit Frauen gemacht worden. Es gibt eine wunderschöne Studie, Yoga bei Männern mit Prostatakrebs. Das war richtig schädlich, weil die Männer haben das gar nicht gerne als Bewegungsform gemocht. Offensichtlich lag es ihnen einfach nicht. Vielleicht war das auch ein sehr meditatives Yoga oder wie auch immer. Es ist nicht so genau aus der Studie rauszukriegen. Aber denen ging es eigentlich hinterher schlechter als vorher. Die hätte man vielleicht eher auf den Fußballplatz schicken sollen oder irgendwas. Sie merken, ich habe meine Vorurteile, für welches Geschlecht welche Sportarten vielleicht geeignet sind. Aber was ich Ihnen beibringen möchte, ja, machen, aber mit einem guten Gespür dafür, tut es mir wirklich gut. Auch wenn der Arzt was Komplementärmedizinisches oder der Heilpraktiker empfiehlt oder ganz viele Patienten sagen auch, oh, die ganze Familie, ständig kommen die mit irgendwas an, dieses einnehmen, dieses tun, das machen, ich weiß schon gar nicht mehr. Suchen Sie sich wirklich das aus, wo Sie von überzeugt sind, wo Sie merken, das tut mir gut, wo gecheckt ist, das kann ich parallel machen und dann machen Sie nur das. Überlegen Sie sich irgendwie einen kommunikativ guten Kniff, wie Sie die Familie nicht enttäuschen oder gegen sich aufbringen. Aber es ist Ihr Kurs, den Sie fahren sollten. Heilpflanzen und Heiltees gehören zu den sogenannten substanzgebundenen oder biologisch basierten Therapien. Nur, dass Sie es mal gehört haben, muss man sich nicht merken. Heißt, man nimmt irgendetwas ein oder kriegt es gar gespritzt oder infundiert. Achtung, immer wenn wir etwas in den Körper hereinbringen, müssen wir checken, ob es mit der Tumortherapie Wechselwirkungen geben kann oder ob das eigenständige Nebenwirkungen hat. Einfache Nebenwirkung einer Heilpflanze. Vielleicht haben Sie schon mitbekommen, es wird sehr viel über grünen Tee diskutiert. Grüner Tee ist durchaus eine gesunde Art von Tee.
Wenn Sie den spätabends trinken, gibt es manche Menschen, die können nicht schlafen. Nebenwirkung, Schlafstörung, weil da was Koffeinartiges drin ist. Es gibt aber auch Medikamente in der Tumortherapie. Da sollte man nicht allzu viel grünen Tee trinken, weil der grüne Tee mit den Tumormedikamenten eine Wechselwirkung haben kann. Das heißt, bei dem Thema, ich nehme noch was Zusätzliches ein, Heilpflanzen, Heiltees, Nahrungsergänzungsmittel, also irgendwelche Vitaminpräparate oder irgend so etwas, da bitte auf jeden Fall nicht nur auf die eigene innere Stimme hören, sondern hier braucht es einen Check, ob das zu der Therapie, die Sie gegen die Tumorerkrankung bekommen, gegen das Sarkom oder den Gisttumor auch wirklich passt. Nicht, dass es durch die Wechselwirkung dazu kommt, dass die Wirkung unserer Tumormedikamente abgeschwächt wird. Was kann tatsächlich während der Therapie helfen? Ich habe mal ein paar typische Nebenwirkungen mitgebracht und zeige Ihnen mal, was wir komplementärmedizinisch empfehlen können. Ich habe mal als erstes, weil das so der Klassiker ist, wenn man über Tumortherapien redet, Übelkeit und Erbrechen mitgebracht. Eine klassische Heilpflanze, die in Studien gegen Übelkeit und Erbrechen getestet worden ist, ist der Ingwer. Ingwer können Sie kombinieren zu unseren Übelkeitsmedikamenten, die Sie von uns bekommen, ob das MCP ist oder Dexamethason, also Cortison, ob es ein sogenanntes Zetron ist, das passt alles zusammen. In den Studien werden Tabletten eingesetzt, weil man damit auch eine Placebo-Tablette nehmen kann. Selber könnten Sie eigentlich die Ingwerpflanze, sich ein Stückchen Ingwerwurzel kaufen und sich selber einen wunderschönen Ingwertee kochen. Da können Sie nämlich ganz wunderbar auch dosieren, wie stark Sie es gerne hätten und ein bisschen auf Ihren Körper spüren. Mögen Sie es gerne sehr intensiv, sagen Sie, ist vielleicht ein bisschen arg viel, mache ich ein bisschen weniger Ingwer rein, lass das kürzer ziehen, tu ein bisschen Honig oder Zucker dran, mach mir also was Feines oder tu den Ingwer in einen anderen Tee und mach mir eine feine Teemischung. Dürfen Sie alles machen, da sind Sie wirklich selbst wirksam. Da steht, auf der Folie haben Sie schon gelesen, aber nicht immer. Wir sind im Moment wissenschaftlich nicht ganz sicher, ob der Ingwer zu dem Übelkeitsmedikament Aprepitant, das heißt auch Ement, dazu passt oder nicht. Es gibt widersprüchliche Studienergebnisse. Das heißt, sollten Sie dieses Aprepitant oder Ement bekommen, wenn Sie das mit Ingwer probieren wollen, bitte vorsichtig ausprobieren. Wenn Sie merken, das passt gut, die Übelkeit wird besser, dann ist es okay. Sollten Sie merken, oh, jetzt ist mir aber gar nicht gut, dann bitte mit dem Ingwer ganz schnell wieder aufhören. Selbstwirksamkeit heißt auch selber stoppen, wenn man merkt, es passt nicht, es ist nicht gut für mich. Entspannungsverfahren können auch helfen. Menschen, die sich gut entspannen können, haben etwas weniger mit Übelkeit und Erbrechen zu tun. Und da ahnen Sie schon, das muss man aber auch recht richtig timen können. Wenn es Ihnen gerade ganz übel ist und Sie vielleicht sogar brechen müssen und irgendjemand sagt Ihnen, jetzt mach doch mal dein autogenes Training, dann können Sie das in so einer Situation eigentlich gar nicht machen. Da ist es viel, viel besser, dass Sie erstmal Ihre Übelkeitsmedikamente einnehmen, gucken, dass das Ganze wieder in Ordnung kommt und dann sagen, okay, und jetzt übe ich mal regelmäßig meine Entspannungsverfahren. Dann werden Sie merken, insgesamt langfristig wird es besser. Und das Gleiche gilt für Bewegung. Auch hier wissen wir, dass Menschen, die sich mehr bewegen, die sportlich während der Therapie aktiv sind, auch weniger mit Übelkeit und Erbrechen zu tun haben. Aber auch hier ist natürlich klar, wenn es Ihnen aktuell gerade übel ist, nicht gleich denken, oh, die haben gesagt, ich soll jetzt mal ordentlich Sport machen, dann kann das Sache schiefgehen und Ihnen wird es noch übler, als es schon ist, sondern hier erstmal Medikamente einnehmen und dann mit dem Training anfangen oder weitermachen. Vierte Zeile. Es wird sehr viel bei Übelkeit und Erbrechen über Akupunktur diskutiert. Die Studienergebnisse sind nicht ganz eindeutig. Ob das wirklich hilft oder nicht, ist für mich mit einem riesigen Fragezeichen versehen. Was viel besser ist, wenn man so etwas vielleicht machen will, weil selber machen ist angesagt, ist die Akupressur. Man kann nämlich an bestimmten Punkten auf dem Körper ja selber ganz guten Druck ausüben. Der klassische Punkt für die Übelkeit ist hier am Handgelenk, so da in der Mitte, Vorderseite, zwischen den beiden Unterarmknochen. Da gibt es sogar Armbänder zu kaufen. Da ist so ein Knopf innen drin, dann drückt das da immer ein bisschen. Ich weiß nicht, ich finde, Hand selber mal anlegen und so ein bisschen massieren die Stelle gut. Und sollten Sie spüren, dass Ihnen eine Berührung woanders gut tut
und das gar nicht so bei Ihnen der Punkt ist, sondern es Ihnen vielleicht gut tut, wenn Sie sich einfach mal so die Hände reiben oder das Ohrläppchen da irgendwo so ein bisschen massieren oder so etwas hilfreich ist, dann wenden Sie das ruhig an. Das ist nicht gegen den Krebs, aber wenn damit eine Symptom, eine Beschwerde besser wird, ist es okay. Und sollten Sie feststellen, dass einzelne Stelle drücken gar nicht so gut ist, aber mal von jemand anders ordentlich in den Arm genommen werden und geknuddelt werden gut ist, dann ist es gut. Und wenn Sie sagen, ich habe aber gar keinen, der mich knuddelt und bei Corona ist das sowieso alles schwierig, dann mal gucken, gibt es Katze, Hund oder Ähnliches bei Ihnen. Sie werden dann die Hunde- und Katzenbesitzer kennen das schon, die wissen, das tut richtig gut, wenn man das eigene Tier mal im Arm hat. Und wenn Sie keins haben, vielleicht hat der Nachbar mal eins zum Ausleihen. Kann man auch Nachbarshund mal knuddeln oder mit ihm gleich spazieren gehen, dann haben Sie das Bewegungspensum gleich schon mit drin. Mundschleimhautentzündung. Viele unserer Therapien machen Mundschleimhautentzündung, Mundtrockenheit, komischen Geschmack im Mund. Also das ist ein Riesenthema und schulmedizinisch haben wir ja nicht richtig, was da gut ist. Achtung, ja, es gibt diese Mundwässer mit dem Chlorhexidin, maximal zweimal am Tag. Bitte nicht häufiger, es sei denn, der Arzt hat ausdrücklich was anderes gesagt. Einmal ist auch schon okay. Weil wenn Sie das häufiger machen, machen Sie sich die Mundflora, also die gesunden Bakterien im Mund kaputt. Und die sind wichtig für die Schleimhaut, so ähnlich wie beim Darm. Spülen ist trotzdem und Mundhygiene ganz wichtig. Mit was können wir spülen? Und jetzt kommen Heilpflanzen. Kamille, Salbei, Pfefferminz kennen Sie. Was muss man noch dazu wissen? Kamille macht eher einen trockenen Mund. Also wenn Sie schon Mundtrockenheit haben, dann würde ich Ihnen eher mal Richtung Pfefferminze raten. Und mal gucken, ob Sie nicht sagen, oh, das ist schön erfrischend, das tut gut. Wenn Sie draußen unterwegs sind und sagen, ich habe immer so einen trockenen Mund, aber ich kann ja nicht immer 5 Liter Getränke mitschleppen, kleines Getränkefläschchen, okay. Was man auch machen kann, ist, dass man sich so einen Tee, den man gut findet, in so ein kleines Sprühfläschchen reinfüllt. Die kann man leer in der Apotheke kaufen. Und dann hat man in der Tasche immer so ein kleines Fläschchen. Und von Zeit zu Zeit macht man mal 2 Sprühstöße. Dann ist wieder lecker Pfefferminz oder was an Geschmack Sie gerne mögen im Mund. Und das könnte ja auch gut tun. Also eine Möglichkeit, selber auch mal den Gedanken weiterzuentwickeln. Gegen Mundschleimhautentzündung hilft nach Studien auch Honig. Da steht aber nicht jeder, was ist damit gemeint. Es gibt den Manuka-Honig. Der ist nicht gut für die Mundschleimhaut. Das ist auch in Studien untersucht worden. Da hat man gedacht, der sei besonders gut. Und das waren all die Studien, die schiefgegangen sind, wo Honig überhaupt nicht gut war. Der ganz normale, einfache Honig ist gut für die Mundschleimhaut. Idee könnte sein, ich nehme eher einen milden Honig. Ich nehme eher einen flüssigeren Honig, damit der so im Mund schön zergeht. Und dann dürfen Sie den einfach runterschlucken. Ob Sie die Tees runterschlucken oder ausspucken, ist Ihre Sache. Dürfen Sie machen, wie Sie mögen. Aus der ayurvedischen Medizin kommt das mit dem Öl. Schluck Öl in den Mund und einfach mal ausspülen, auch zwischen den Zähnen durchziehen, ist unheimlich gut für die Mundschleimhaut. Hilft manchmal auch gegen diese komischen Geschmacksstörungen, also da einfach mal ausprobieren. Es fühlt sich die ersten Male etwas seltsam an, ich gebe es zu. Aber wenn man das erstmal ein bisschen ausprobiert hat und sich daran gewöhnt hat, geht es gut. Und es hat eine etwas längere Wirkung gegen die Mundtrockenheit. Was nehmen wir da für ein Öl? Irgendein praktisches aus der Küche. Sonnenblume, Rapsöl geht auch, ist ein bisschen teuer. Oliven, einfaches Olivenöl geht auch. Also hier gilt der Geschmack, den Sie am ehesten ganz okay finden und preislich etwas, was nicht sehr teuer ist, weil das dürfen Sie ruhig öfters mal am Tag machen. Auch hier gilt, runterschlucken oder ausspucken, wie Sie mögen. Wenn da kleine offene Stellen sind, gibt es noch den Tipp mit der Myrrhe-Tinktur. Achtung, das beißt ordentlich. Also lieber vorher die Prophylaxe, die Prävention ordentlich machen. Durchfall. Es gibt Probiotika, auch in Studien getestet. Wie kriegen wir das selber am einfachsten hin? Am einfachsten Joghurt, Kefir, Buttermilch, also vergorene Milchprodukte in Kombination mit Ballaststoffen. Also Haferflocken da rein, Leinsamen da rein, irgendwelche solche Sachen oder ein schönes Brot dazu essen, irgendwie so etwas. Gekochte Möhren, so ein Familientipp gegen Durchfälle macht man mit kleinen Kindern. Geriebener Apfel kennen Sie vielleicht auch noch aus der Kindheit oder wenn Sie selber Kinder großgezogen haben. Schöne Sache. In allen Varianten dürfen Sie das herstellen. Nehmen Sie eher einen milden Apfel und nicht so einen säuerlichen. Manche Menschen wischen bestimmte Nahrungsmittel, stopfen bei mir ganz schön. Banane
ist so der Klassiker, kann man jetzt wunderbar einsetzen. Schokolade auch, bitte nicht tafelweise essen, aber mal ein Riegel ist erlaubt. Bitte nicht Heilerde. Heilerde ist ja ganz fein gemahlenes Gestein und das ist so fein gemahlen, dass es alle Stoffe an sich binden kann und dadurch aus dem Körper ausscheidet. Deshalb ist es gut gegen eine Infektion, die Durchfall macht, aber nicht gut, wenn wir Medikamente einsetzen, denn auch die Medikamente werden an die Heilerde gebunden und können dann im Körper nicht wirken, sondern werden ausgeschieden. Das wollen wir nicht. Also Heilerde bitte nicht. Die natürlichen Sachen gerne. Und wenn das nicht reicht, bitte unbedingt mit dem Arzt drüber reden, denn wir haben natürlich auch Medikamente gegen Durchfall. Umgekehrtes Problem, Verstopfung. Hier taucht der geriebene Apfel wieder auf. Der ist tatsächlich in beide Richtungen wirksam. Auch Joghurt mit den Ballaststoffen ist in beide Richtungen wirksam. Das ist toll, weil es gibt Patienten, die haben immer ein paar Tage Durchfall, dann haben sie ein paar Tage Verstopfung, dann ist wieder Durchfall und dann wieder Verstopfung, arg durcheinander. Und wenn man da so mit den klassischen Medikamenten arbeitet, dann kann das noch durcheinanderer werden. Bewegung ist hilfreich. Deshalb habe ich mal das Bild mit dem laufenden Hund gemacht. So schnell laufen müssen sie nicht unbedingt, aber Bewegung, wenn wir uns bewegen, bringt das unseren Darm in Schwung. Milchzuckerpräparate gibt es so häufig im Reformhaus und so im Drogeriemarkt zu kaufen. Achtung, die können ganz schön Blähungen machen. Das ist dann sehr unangenehm. Es gibt schulmedizinisch ein leicht abgewandeltes Milchzuckerpräparat, das wir Ihnen auch aufschreiben können. Und dann haben Sie eine Medikamentenform von eigentlich einer natürlichen Substanz, die prima gegen Verstopfung hilft und nicht so viel Blähungen macht. Hitzewallungen, da gehe ich mal drüber hinweg. Vielleicht ist es was für die Fragen, weil ich mir nicht so ganz sicher bin, wie häufig sie das betrifft. Aber es gibt natürlich gerade auch bei den Frauen und Männern welche, die durch die Therapie zum Beispiel in die Wechseljahre kommen oder die zeitgleich auch sowieso natürlicherweise in den Wechseljahren sind und dann kommt es vor. Auch hier wieder Bewegung reduziert das. Traubensilberkerze, Salbei, Entspannungsverfahren. Wieder eine Auswahl, kann man auch miteinander kombinieren, aber das sind so die häufigsten Möglichkeiten. Schlafstörung. Das kennen wir aus der Kindheit, ne? Rumgetobt draußen bis zum Umfallen und dann wirklich ins Bett gefallen und herrlich geschlafen. Entspannungsverfahren können da hilfreich sein, aber auch nicht, wenn Sie sagen, oh, ich muss jetzt Schäfchen zählen, damit ich einschlafe, ich muss jetzt Schäfchen zählen, damit ich einschlafe, ich muss jetzt Schäfchen zählen, schlafen Sie niemals ein. Also dann lieber noch ein spannendes, schönes Buch lesen, nicht einen Horrorfilm gucken, keine gute Idee, wenn man einschlafen will. Nur eine gute Idee, um unter der Bettdecke zu verschwinden, aber nicht zum Einschlafen. Heilpflanzen können wir einsetzen. Baldrian, Lavendel, Hopfen. Bier, mal ein Schlückchen kann ja okay sein, bitte mit Ihren Ärzten absprechen, ob Sie dürfen oder nicht. Aber so viel Hopfen ist da nicht drin. Lavendel können Sie sehr schön auch als Aromatherapie selber einsetzen. Lavendelkissen sich selber machen oder kaufen oder schenken lassen. Lavendel gibt es aber auch in der Apotheke als Heilpflanze zu kaufen, kann man Tee draus machen oder man kauft sich Tabletten oder Tropfen damit. Muskel- und Gelenkbeschwerden, ein häufiges Problem. Jetzt steht da schon wieder Bewegung. Sie merken schon, der Trick ist immer der gleiche. Viele Patienten sagen, Wärme hilft. Dann bitte nicht morgens kalt duschen, sondern erstmal warm werden, möglichst schnell. Bewegung hilft auch deshalb, weil es Gelenke warm macht. Eventuell mal den Vitamin-D-Spiegel überprüfen lassen. Ist der zu niedrig? Dann in Ordnung bringen mit einem Nahrungsergänzungsmittel. Umstritten, studientechnisch nicht richtig gut untersucht, Enzympräparate, die kommen aus der Sportmedizin, sind gut bei Verstauchungen und solchen Sachen, aber ob sie bei den Gelenkbeschwerden bei unseren Tumorpatienten helfen oder nicht, wissen wir noch nicht so ganz genau. Ist auch teuer, also lieber erstmal die Sachen ausprobieren. Und ein Riesenproblem, was viele Patienten haben, Fatigue. Erschöpft und müde. Steht da schon wieder Bewegungstraining. Und hier meine ich wirklich Training. Ganz langsam aufbauen. Manchmal reichen schon 5 Minuten am Stück, bisschen gehen und wieder ausruhen, aber dann nochmal machen und nochmal machen. Und irgendwann wird es besser. Und gezieltes Muskeltraining möglichst dazu. Da muss man sich mal durch einen Krankengymnasten ein paar spannende Übungen zeigen lassen. Und dann gilt auch Fernseher an, Radio an oder irgendwas und trainieren, während der Kopf ein bisschen abgelenkt wird, denn sonst ist es ein bisschen langweilig. Omega-3-Fettsäuren in der Ernährung. Der Ingwer kann gegen Fatigue helfen. Sie dürfen gerne auch mal einen schönen ordentlichen Kaffee trinken, wenn der Ihnen gut tut, oder einen wunderbaren Tee sich machen. Schwarz, grün, Mate, was Sie merken, was Ihnen gut tut. Als Heilpflanze
ist es der Ginseng, der in Studien untersucht worden ist. Achtung, Phytoöstrogen geht nicht bei hormonabhängigen Tumoren wie bestimmten Brustkrebsarten. Und das ist sehr, sehr teuer. Deshalb erstmal oben abarbeiten und dann überlegen und auch mit den Ärzten besprechen, ob das zur Therapie, die gerade läuft, geht oder Wechselwirkung haben könnte. Sie merken immer wieder, es gibt verschiedene Arten und ich gucke mal, was für mich die richtige Art ist, das zu machen. Kognitive Dysfunktion, ich kann mir nichts merken. Früher hieß das Chemo-Brain, dann haben wir gemerkt, das haben auch Patienten ohne Chemo. Dann haben wir gedacht, das ist einfach der Stress. Kann man sich ja auch nicht konzentrieren. Aber es gibt zunehmend Untersuchungen, die sagen, nein, da ist auch noch irgendwas, irgendwie ist das Gehirn wirklich durcheinander. Nicht bei allen, aber bei manchen. Was hilft? Nun, wir wissen aus der Forschung mit älteren Menschen, dass alle Formen von Bewegung, die wir gerne machen, auch hier hilfreich sind. Aber auch Hobbys wie Musikinstrument spielen, im Chor singen und ähnliches. Auch das ist in Corona-Zeiten total schwierig. Wir haben vor 6 Jahren in Berlin angefangen, mit Patienten zu tanzen. Das ist jetzt gerade mal nicht aus einer unserer Gruppen, aber wir haben auch Bilder aus unseren Gruppen. Wir machen Paartanz, weil wir gedacht haben, den Partner mitnehmen ist toll oder es finden sich 2 Menschen zusammen. Im Moment läuft das alles digital, leider aber besser als gar nichts. Wer daran Interesse hat, kann mich gerne anmailen. Es gibt auch Workshops, wo wir solche Vorträge wie diesen hier mit Tanzsport kombinieren, normalerweise in verschiedenen Städten, jetzt digital. Wenn Sie mehr nachlesen wollen, auch ich habe eine kleine Stiftung. Da gibt es Faktenblätter im Wissensportal. Wir haben eine ganze Reihe weiterer Online-Seminare. Und für Leiter in der Selbsthilfe gibt es immer auch die Einladung, dass Sie teilnehmen dürfen an den Seminaren der Arbeitsgemeinschaft, die ich in der Deutschen Krebsgesellschaft leite. Das machen wir für die Selbsthilfegruppenleiter auch kostenlos. Also da gerne auch melden. Die Programme sind immer auf dieser Internetseite zu finden. Damit bin ich gespannt auf Ihre Fragen.